Hallo und herzlich willkommen zurück zu der rektakulären Reißprobe in South Park. Games 4, 24%, updated immer noch. Wir lassen das mal weiter updaten und wir sollen uns schlafen legen, denn wir warten jetzt, bis es Nacht wird. Zack. Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert, deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Es werde Nacht in South Park. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Coon. Entkomme aus deinem Haus. Schablagu. Ja, nicht wirklich. So. Naja. Kapitän Diabetes wird dich zum vermuteten Aufenthaltsort des Mädchens mit dem schwarzen Tattoo führen. Okay. Wir können nichts weitermachen. Du, Goldfisch, ich sehe, wenn du jemanden tötest, also bleib da. Wir müssen hier raus und wir müssen aus unserem Haus entkommen. Wir gucken mal, was Mama und Papa machen. Nix. Wir gucken mal auf Toilette. Nix. Unser Haus ist super leer. Also super still. Wir gehen mal runter, wir müssen aufpassen. Uh-oh. Ich gehe mal kurz in die Küche. Da hat sich nichts getan. Ich höre die Polizei. Irgendwo ist ein Verbrechen. Was ist hier passiert? Oh, süße Mizi. Süße Mizi. Dad? Denk dran, mit deinen Knallerbsen kannst du alles Mögliche umhauen. Hau rein, Kumpel! Was können wir denn umhauen? Was haben wir davon? Ah, okay. Wer ist da? Wer? Niemand. Schlaf weiter. Nein, bleib draußen. Bleib draußen. Verdammt. Dad, lässt du die Schlüssel fallen, bitte? Was? Einbrecher? Verdammte Scheiße. Wo finden wir jetzt die Schlüssel? Shit. Ah, ich habe die Schlüssel gefunden. Ja, super, das war klar. So, Messingschlüssel. Wir haben einen Messingschlüssel erhalten. Heute hier bleiben. Nö, ciao. Ich geh raus. Haha! Keine Angst. Vor dir steht Captain Diabetes. Captain Diabetes, Held eurer Zeit. Ja, ein waghalsiger Gentleman mit super Diabeteskräften. Einst war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht. Okay, Sidekick. Es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Hat er dann Tamagotchi an seiner Jacke Verbündete freigeschaltet? Captain Diabetes. Bereit? Okay, Sidekick. Hier geht's zu Kyle. Das ist nicht Kyle. Das ist, Humankite. Entkomm aus dem Haus. Wir haben's geschafft. Folge Captain Diabetes zur Abkürzung. Blöde Schlampe. Gott, Randy. Wie gefällt dir das? Ich bin Captain Diabetes und das ist mein treuer Sidekick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Verpisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich. Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte. Mir geht's gut. Okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben. Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratze! Und wir kämpfen gegen Randy. Der Besoffene, besiege Randy. Er ist es also selber gewesen. Du willst es drauf anlegen? Na gut. Schnapp ihn dir. Komm, Randy, du gehst drauf. Erstmal frieren wir dich ein wenig zusammen. Sehr gut, finde ich eine gute Lösung. Jetzt hätte ich fast alles verschüttet. Schau jetzt gut zu, ich mach kurz einen Prozess. Okay, Captain Diabetes hat eine Schlagattacke, eine Kopfnussattacke.
Was macht das hier? Stößt Gegner zurück und verlangsamt sie. Bitte, bietet Schutz. Okay, finde ich gut. Das wird wehtun. Ja. Oh, so müde. Dieser Bürger ist eine Gefahr für sich selbst. Oh, ich glaube, meine Eier sind schon über meinem Magen. Okay. Dann wollen wir mal. Du sollst brennen. Heiß, 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 heiß. Ich hab sie fertig. So, und hier die Kopfnuss. Ach, so ist das also. Ja, er kann... Es gibt Saures. Was macht der denn? Schmerzunempfindlich. Ups. Gib mir meinen Kackschlüssel. Sekunde, wie lange stehe ich schon in Flammen? Du stehst schon ganz lang in Flammen. Aber Frost ist da natürlich auch nicht die beste Lösung. Schade. Ich kann... Also im Grunde ist es Blödsinn, dass wir Feuer und Frost auf einmal haben. Hey, fick dich auch! Captain Diabetes und seinem Sidekick ist keiner gewachsen. So, du gehst bitte zurück, Randy. Ich spüre Zucker durch meine Adern fliegen. Ich hab nen Schild. Ah, cool. Der kann sich dadurch schilden. Scheiße, brenne ich immer noch? Ja, Randy, du brennst immer noch. Ah, das brennt! Sieh zu und lern! Okay, kicken wir ihn? Ja. Ja. Mann, sowas macht man nicht! Normal schlage ich keine Kinder, aber langsam kriege ich Lust drauf. Boah, wie bin ich hierher gekommen? Ach, Randy, du so besoffenes Arschloch. Brenn weiter. Mach sie fertig. So, heilen brauchen wir uns nicht. Dann frierst du weiter. Ja, ich muss meine Kräfte nochmal umwechseln. Ich kann euch alle nicht ausstehen. Ich bin dran. So. Dann fliegst du weg. Ja, ja. Das wird wehtun, wenn ich wieder Schmerz spüre. Und die ultimative Kraft ist bereit. Oh, gleich schnapp ich mir den Schlüssel, aber erst noch eine... Runde schlafen. Gute Nacht, Mr. Marsh. Du hast gewonnen. Sieg. Randy ist im Eimer. Hätte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass er selber sein Auto zerkratzt. Okay, Sidekick, die Pflicht ruft. Schläft, alles klar. Können wir hier irgendwie eine Notiz hinterlassen? Nee, wir sagen ihm morgen Bescheid, dass er es selber war. Abkürzung durch Kite-Versteck. So, und wohin? Gerade auf einer anderen Mission. Hierhin? Nein? Verdammt, wo müssen wir denn hin? Wir müssen, glaube ich, hochlaufen, kann das sein? Geh einfach nach. Die Abkürzung ist auf dem Dachboden. Wir haben die Erlaubnis, sie zu benutzen. Wenn ich zu hohen Zucker habe, werde ich sehr wütend und sehr stark. Das nenne ich. Ja? Dann mal gucken, was auf dem Dachboden auf uns wartet. Kein Geheimversteck. Fürze machen mich wütend. Der Kuhn sagt, meine Mom hat an meiner Geburt gefurzt und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durch Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. So, super Arbeit, Sidekick. Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downtown South Park. Downtown South Park, okay. Los geht's. Was ist das hier? Komm schon, Sidekick, keine Angst. Dadurch wird aber nichts aktiv, ne? Nope, wir müssen dahin. Use it own risk. Der furchtlose Held und sein Sidekick stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Captain Diabetes zu verunsichern.
Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint Hippo, auf zum Stadtplatz. Ja, selber schuld. Was ist denn los hier, Tonight? Verdammt, kann ich dich... Das hat sicher gut getan. Was für ein Haufen Verrückter hier. Hast du davon? Sauf nicht so viel. Oh, eine Katze. Ist gesperrt. Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Von denen würde ich mich glatt flachlegen lassen. Also ich würde. Okay, wir können nicht alle treffen. Weg da. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Warst du das oder ich? Ja, du bist so eine andere. Das ist Körperver... Nein, das... Was ist hier los? So eine blöde Scheiße. Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Oh shit, es geht los. So viel Zucker. Das war zu viel. Ich brauche Insulin. Insulin, schnell. Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang. Warte, wir gucken mal hier hinten rein. Ich sehe aber keine Band. Was geht ab? Kann ich euch antworten? Nee, interessiert keinen. Da ist ein Foto von Leslie. Die Ads versuchen, unsere Stadt zu übernehmen. Wo soll es denn hingehen? Hier ist es. Hier werden wir die Frau finden. Im Peppermint-Hippo? Ich habe unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst. Komm, lass uns reingehen. Folge Captain Diabetes zum Peppermint-Hippo. Oh Mann, ich glaube, ich muss die Folge zensieren. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid. Tritt zur Seite, Bürger. Ich bin Captain Diabetes. Ich muss mit den Ladies da drin reden. Eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße. Was soll ich tun? Hey, jetzt verpisst euch endlich. Frisst das. Labern könnt ihr auch draußen. Ich hab gesagt, verpisst dich. Hey, ja. Da gibt's geile Titten und ihr seid zu jung dafür, also verpisst euch! Toll. Keine Ahnung. Ja, Captain Diabetes, sag doch mal, wie sollen wir denn... Diese zuckersüßen Titten dürfen sich nur Volljährige reinziehen. Tja, keine Ahnung. Das gefällt Captain Diabetes gar nicht. Alter, noch kein Mensch ist hier an einer roten Samtkordel vorbeigekommen. Also verpisst euch! Tja. Wir müssen einen Hinterausgang finden oder sowas in der Art. Es muss noch einen anderen Eingang geben. Vielleicht hier hoch? Weinbar. Jetzt müssen wir nur noch da hoch. Tja. Okay, ich bin ein bisschen überfragt gerade aktuell. Wir können... Ach so, da ist was. Wartet mal, Entschuldigung. Ich hab's blinken sehen. Gut mitgedacht. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch. Tja, Scheibenkleister. Oh, natürlich. Zur Seite, Sidekick. What the fuck? Die Macht von Diabetes? So. Nach dir. Dankeschön. Geschafft? Sir, Sie müssen besser zielen. Ja, bin ich. Wow, du
hast ein paar Bauteile. Daraus kannst du alle möglichen Sachen craften. Bäh, ist das hier ekelhaft. Verschmutztes Feuchttuch. Warum sammeln wir so einen Scheiß ein? Okay, wir sind im Stripclub. Wow, diese Ladies haben wirklich, Rhythmus. Aber keine Sorge, Sidekick. Wir sind Superhelden. Wir kriegen das hin. Eine dieser Ladies weiß was über die verschwundene Katze. Aber welche? Hier ist der Plan. Wir müssen uns jemand suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt. Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast. Mit uns? Der Geruch dieser scharfen Dame macht euch schon irre. Hinter der Bar, Süßi. So, finden wir uns drüber, wie mit euch in den VIP-Club geht. Okay. Ich ermittle hier verdeckt. Ach, das ist... Entschuldigung. Hey, bist du nicht ein bisschen jung, um hier zu sein? Ach, Quatsch, bin ich nicht. Ernsthaft, verpisst euch mal, ich hab zu tun. Ach, guckt mal, Skeeter und, Butters Vater. Ich wollte es nicht ansehen, ich wollte hier drauf klicken. Was passiert denn, wenn wir es angucken? Eigentlich im Grunde nichts. Ich habe Jimbo gehört. So, ich bin weg hier. Ja, tanzt du heute Abend? Ja, auf jeden Fall. Komm wieder, wenn du volljährig bist, dann lasse ich dich an meinen Implantaten nuckeln. Ich hab Stoff, den sie auch in diesen feinen Clubs in Reno ausschenken. Artefakt, die Reiberoute von Gargantua. Rückstoß-Kombo und 40. Vielleicht sollten wir das einfach mal mitnehmen. Okay, mitgenommen. Missionsgegenstand. Das Zeug putzt dir nicht nur den Rachen. Gin Tonic, okay. Man sieht sich. Ich hab mal was geholt. Was ist bei dir los? Chillst du? Oh, ich bin im Privat reingedratscht, egal. Was haben wir da? Ich sehe eine Ratte. Kenny ist doch gar nicht da. Nee, da muss ich anders hochkommen. So. Nachts im Stripclub. Was haben wir da? Rattenscheiße. Wichtiger Gegenstand. Echt wichtig? So, da ist noch eine Tasche. Alles klar. Oh, Moment. Den Kühlschrank machen wir noch mit auf. Was hier? Ladebildschirm. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Hoffentlich nicht. Okay, wo sind eure Eltern? Kommt jetzt her, sonst gibt's richtig Ärger. Employer Dicker. So, was bei dir, Kleiner? Oh, ich habe das Geld geklaut. Sehr gut. Alles klar, ein Baby unter der Theke. So kann man auch seine Babys sitten. Moment, hat das Baby gerade ein Handy in der Hand? Das ist die geilste Nacht meines Lebens. Applaus für Destiny. Applaus für Destiny, okay. Apropos Destiny, Destiny 2 liegt gerade runter. Wir sind gleich dran. Hey, niemanden gefunden? Kein Problem, ich habe zwei Typen aufgegabelt. Spiel einfach deine Rolle. Hey Mädels, habt ihr Lust, Party zu machen? Das ist also deine Freundin, hä? Fuck, ist die geil, Mann. Genau. Wollen wir ins VIP-Zimmer gehen? Ich weiß nicht, sie ist ein bisschen klein. Ich stehe auf Kleine. Du nimmst die mit dem Sprachfehler. Okay, dann wird's Zeit für Lapdance. Können wir da drin nicht einfach ein bisschen quatschen? Erst wird getanzt und dann quatschen wir. Oh, okay.